Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Hallo. Wir stehen immer noch hier vor Gianna Parasini. Gianna Parasini. Vor dem Administrationsbüro. Und wollen da jetzt als nächstes mal reingehen. Entschuldigt bitte, wenn in der letzten Folge plötzlich irgendwann oben links ein schwarzes Bild war. So ein kleiner schwarzer Kasten. Da habe ich wohl aus Versehen die Webcam aktiviert bei OBS und habe das nicht gemerkt. Und dann, weil die Webcam zugeklappt war, war das natürlich nur ein schwarzes Bild. Ja, das ist mir gerade erst eben aufgefallen. Weil ich da einen Hotkey habe, der auf F4 ist, und auf F4 kann ich auch mein mein Scharfschützengewehr ziehen. Deswegen bin ich da wahrscheinlich aus Versehen drauf gekommen, irgendwann mal. Und dann ist die einfach angegangen. Aber jetzt habe ich den Hotkey mal geändert und jetzt sollte mir das nicht mehr passieren. Also tut mir leid, falls ihr da irgendwie dann, ich weiß nicht wann, so auf der Hälfte der Folge oder so, plötzlich ein schwarzes Bild oben in der Ecke war. Das war meine Webcam. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo ist Anolaise? Ich möchte mit Anolaise reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolaise? Ja, was? Was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Gut, okay, ich komme rein. Das ist bestimmt Salarianer, so schnell widerspricht. Tatsache. Hallo, Anolaise. Sie werden verzeihen, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. Vagabund? Okay. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. Ich führe eine Untersuchung durch. Das ist eine Sache der galaktischen Sicherheit. Ist es das nicht immer? Ich lasse nicht zu, dass Sie einen unserer Klienten belästigen. Diese Welt ist Privatbesitz. Okay, ich könnte jetzt diesen Oppold verpetzen. Aber ich möchte gerne was über Saren herausfinden. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Okay, hier werden... Entwickelt er hier Waffen? Entwickelt Binhex für ihn neue Waffen? Das wäre angesichts seiner Interessen durchaus möglich. Was unsere Klienten in ihren Labors tun, ist ihre Sache. Mhm. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Was für Frachtgut? Was können Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Okay. Definieren Sie Eskorte. Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten? Finden Sie das nicht seltsam? Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Okay. Aber ich muss sie auf jeden Fall sehen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Dann fahren wir eben. Haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Vergessen Sie ihn, Commander. Wenn er uns nicht helfen will, suchen wir uns jemand anderen. Was hat Sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Mhm, na gut. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Bäh, ich bin so wichtig. Bäh. Garrus ist immer noch vergiftet. Mr. Anolaise ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat.
Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Ja. Unterschätzen Sie mich nicht. Okay, okay. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anoulis. Okay, wir reden später weiter. In Ordnung. Dann suchen wir doch mal diesen Keen. Oder Keen. In der Bar auf. Da geht man doch gerne hin. In eine Bar. Bolz Geschäft. Zum Hotel. Och, wieso wechselt das immer darüber? Egal. Ich denke mal, ich muss zum Hotel hoch, ne? Wo die Bar ist. Der läuft hier mit gezogener Waffe rum, alles klar. Salarianischer Geschäftsmann. Öffentliches Extranet-Terminal. Da gibt's doch einen Codex-Eintrag für. Das war super. Immerhin etwas. So, da unten ist wieder ein Sicherheitstyp. Ich denke mal, ich muss hoch zum Hotel. Hoch oder runter, je nachdem. Wir fahren hoch. Alles klar. Na, wie hoch geht's? Da sind wir. Und da sitzt er auch schon. Lorik Keen. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Okay, ich will aber nicht mit dir reden. Marlene Kallis. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden. Warum? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Was ist hier überhaupt los? Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber sollte ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in ihr Intranet einloggt. Das ist aber illegal. Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass sie keine anderen Firmen ausspionieren? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist keine Entschuldigung. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Tschüss. Alles Verbrecher hier. Was für ein Angebot haben Sie Ihnen gemacht? Ein gutes. Ich sollte lieber keine Zahlen nennen. Sie geben sie sowieso nur ungern heraus. Sämtliche Sonderleistungen natürlich. Oh, sicher. Die Firma kümmert sich um ihre Mitarbeiter. Versicherung, bezahlter Urlaub, subventionierte Wohnung. Nach einem Jahr erhalte ich Aktienoptionen. Haben Sie von dem Ferienort hier gehört? Am Äquator? Fallschirmspringen, Tauchen, ein zugelassenes Asayura-Feld. Wenn man solche Sachen mag, ich genieße lieber die Aussicht. Ja, die Aussicht ist auf jeden Fall toll.
Können wir nochmal hier reingehen. Hier gibt es Smoothie-Automaten und einen Kaffee-Automaten und einen Wandwasserfall und Steine. Toll. Dolle Bar. Ja, hier hängen sowieso nur korrupte Geschäftsleute rum. So wie hier der Raphael Vargas. Das ist ja der, den wir gerade ansprechen sollten. Da oben geht es bestimmt noch weiter. Aber wir sprechen doch mal hier mit diesem... wie heißt der? Lorik Queen. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Lorik Keen? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Also, Spectre? Ich? Was? Nein. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synerq. Zumindest im Moment. Mr. Anolais hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ja, da wäre ich auch reich. Was für ein interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings, ich habe Beweise für Anolais Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass Ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anolais hätte was dagegen, Sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Das klingt doch gut. Klingt gut. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Keine Ahnung. Ich untersuche nochmal. Nix. Haben Sie einen Plan? Den habe ich. Allerdings gibt es da noch ein, wie sagen Sie Menschen doch gleich, Haar in der Soße? Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Mhm. Tja... Ist ja kein Problem, ne? Wenn ich die Wachen töten muss, kann ich ihnen nicht helfen. Sie sind hier immer noch das Gesetz. Das stimmt. Aber ich muss hinzufügen, dass Miss Matsu diese Nebenjobs missbilligt. Ich bin hier, falls sie ihre Meinung ändern. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun könnte. Tja, was machen wir jetzt? Wir dürfen ja keinen töten, aber eigentlich doch. Schon wieder da? Was kann ich heute für sie tun? Ich habe über Ihre Probleme mit Anolais nachgedacht. Wirklich? Das ist nicht mein Problem. Helfen Sie mir, wenn ich Ihnen helfe? Ja, Sie wollen Zugang zur Garage. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Klingt nach einem fairen Handel. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anolais Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Han Shan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Wenn er sie unter der Hand bezahlt, dann sind es Söldner. Und Söldner kann ich töten. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk. Der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Ja, natürlich. Das mache ich. So, wo ist denn der Fahrstuhl zu deinem Büro? Wahrscheinlich wieder unten, ne? Dann gehen wir mal wieder runter. Ja, wir brauchen ja den Pass, um in die Garage zu kommen. Und diesem komischen Typen da, diesem Salarianer... Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ist ja egal. Dem muss man mal zeigen, wo es lang geht. Der war so unfreundlich zu uns. Und der hat ja anscheinend auch seine Finger in dreckigen Machenschaften drin irgendwo und wühlt da drin rum und hat dann eigene Vorteile daraus auf Kosten der anderen Leute. Da muss ich rein.
Fahrstuhl zu Syndai Q. Wer ist das denn? Lily Hyrax. Hallo? Spectre, was? Ja. Ja, der bin ich. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Maekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss die Station verlassen. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anolés oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Na gut. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Okay, danke. Ich hole mir dann mal einen Pass. Zu viele Fahrstühle hier, ey. Kann das nicht alles auf einer Ebene sein? Dann gibt's hier nicht mal Fahrstuhlmusik. Ist ja der Wahnsinn. Aber geladen wird hier. Ich speichere nochmal, es geht nicht. Das kann nur eins bedeuten, dass ich mich gerade in einem Fahrstuhl befinde. Ha, jetzt kann ich nämlich speichern. Stehen bleiben, Handschuhen Sicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. Okay, was geht hier vor? Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Sie sind illegal hier. Anolés bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolés kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Klingt gut. Wieso habe ich jetzt trotzdem los, Gegner? Los. Ich dachte, wir tun einfach so, als hätten wir uns nicht gesehen. Greifen die uns trotzdem an. Ist ja gemein. Wow. Ich glaube, das kann ich leicht dechiffrieren. Bericht über vermisste Personen. Zu Händen Administrator Anolés. Ein Mann namens Garrot sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Okay. Hier ist ein Ausrufezeichen. Wahrscheinlich über uns. Hey! Das war nicht gerade nett. Leichte Dechiffrierung. Mantis 5. Equalizer. Terminator. Dass man hier alles dechiffrieren muss. Können die nicht mal einfach unchiffriert lassen? Stirbt doch selber. Wow. Die hätte echt gar nichts ausgehalten. Wieso sind wir eigentlich immer noch vergiftet? So, jetzt nicht mehr. So, das sieht aus wie Keens Büro. Da ist noch ein Medikit. Da ist noch was an der Wand. Keens Computer öffnen. Sie laden die Beweise von Loriks Computer herunter. Eine mittelschwere Dechiffrierung. Kampfscanner 5. Laufverlängerung 5. Nicht schlecht. Mr. Keen, was hast du denn da so in deinem Büro, hä?
Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich ja gleich mal ausrüsten. Kampfscanner. Ja, wobei. Kryo-Munition. Geil. Schildumgehung. Schlagartig einfrieren. Minus 25% maximale Präzision. Das ist mir bei der Schrotflinte relativ egal. Dafür nehme ich jetzt die Kryo-Munition rein. Geil. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Kenne ich sie? Ach so, Kiara Sterling. Ich spiele Geige. Nee, wollen Sie, dass ich gehe? Gehen? Denken Sie, ich würde Sie gehen lassen? Oh nein. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Genau. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe. Wow. Dieser Sound von der Munition ist ganz schön krass. Kiste. Cool. Können wir mal hier gucken. Hier kann ich auch noch rein. So, mach auf die Tür. Technik-Kit. Ablativer Überzug. Super. Medizinkiste, genau. Nochmal dechiffrieren. Machen wir ja nicht häufig genug. So, Wolfram 5, Stabilisator 5. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Leute, was ist mit euch? Wollt ihr es echt nochmal versuchen? Ich mache ich fertig! Oh. Wow. Wahnsinn. Heftig. Ich hätte mich vielleicht nicht direkt vor den stellen sollen. Na gut. Machen wir es nochmal. So, machen wir es mal so. Du schon Sie wieder. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Kenn ich dich? Sie haben einen Vorteil, Miss. Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kaira Sterling, Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Schutz zu reißen. Oh, Mann. Entsicherungsgeladen. Alles klar. Ich sollte vielleicht... na gut. Boah, die hauen aber auch rein, ey, mit ihren komischen Laserwaffen. Zack, komm her. Na gut, gehen wir mal ein bisschen taktischer vor. Bla bla bla. Sie sollten nicht Sie bla, bla 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 bla. Ihre Männer haben Dreck am Stecken. Ich brauche keine Waffe, um sie in Stücke zu reißen. So, du machst mal den. Ich mach mal auch den. Und du machst mal den. Sagen. Dich mache ich fertig.
So geht das doch schon besser. Dich mache ich fertig! Dich mache ich fertig! Dich mache ich fertig! Machst du mich fertig? So. Sind wir durch, ne? Bis hier zumindest. So, gehe ich hier nochmal rein. Zack. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich doch auch gerne mit. So. Ist auch immer noch das gleiche drin. Das ist ganz gut. Das kann ich nochmal kurz speichern. So. Hier haben wir niemanden mehr. Gucken wir mal, was uns am Ende des Fahrstuhls erwartet. Oh, da ist er schon. Wieso ist der jetzt so schnell? Aber wenn wir drin sind... Ja. Ah, Garrus. Ich dachte schon, du stehst da wieder irgendwo das rum. Das Wetter da draußen sieht grässlich aus. Der Göttin sei Dank, dass es hier drinnen warm ist. Ja. Commander, es gab Berichte über Lärm im Büro von Syn IQ. Wissen Sie vielleicht was darüber? Das waren wohl Anoleis Gauner. Das waren bestimmt Anoleis Gauner, die alles auseinandernahmen. Sie sind ein Klugscheißer, was? Gut, damit kann ich umgehen. Wir treffen uns auf einen Drink im Hotel, bevor Sie mit Keen reden. Ich werde auf Sie warten. Okay. Was hat die denn jetzt zu sagen? Steckt die da etwa mit drin? Steckt die etwa unter einer Decke mit dem Anoleis? Das wär's ja. Oder ist der Keen vielleicht der Bösewicht? Wir werden es herausfinden. Nach diesem Fahrstuhl. Oh, Musik. Schön. Da sitzt Keen. Wir sollen aber erst mit ihr sprechen. Parasini-san. Wenn ich mich nochmal vorstellen dürfte. Parasini. Interne Ermittlungen aus Noveria. Okay. Was will eine interne Ermittlerin hier? Die Direktoren wissen von Anoleis Korruption. Ich arbeite seit 6 Monaten undercover. Ich will, dass sie Keen überreden, vor den Direktoren auszusagen. Dank seiner Beweise kann dieser Planet wieder profitabel geführt werden. Okay, ich brauche aber seinen Pass. Ich brauche Keens Garagenpass, um meine Mission beenden zu können. Wenn Sie mir helfen, bekommen Sie alles, was Sie brauchen. Quid pro quo. Anoleis hat Dreck am Stecken. Es wäre besser, ihr zu helfen. Hören Sie, Shepard. Mir gefällt das auch nicht. Spectres treiben Schindluder mit dem Gesetz. Das ist schlecht fürs Geschäft. Ich treibe gar keinen Schindluder mit dem Gesetz. Bezahl mich. Sofort. Na gut. Okay, ich rede mit Keen und versuche, ihn zu überzeugen. Vielen Dank. Sie wissen, wo Sie mich finden. Sagen Sie mir Bescheid, wenn er mitspielen will. Okay. Hey, Keen. Schön, Sie zu sehen, Spectre. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der speziellen Angelegenheit? Lügen noch nicht. Es ist erledigt. Ich habe den Job erledigt, aber ich wurde von einer internen Ermittlerin kontaktiert. Sie möchte, dass Sie gegen Anoleis aussagen. Nun, da Sie mein Eigentum haben, wollen Sie mir vorschreiben, was ich damit mache. Ich habe kein Interesse an einem öffentlichen Spektakel. Ach komm, sei doch der Held. Jeder auf dieser Station hat unter Anoleis Erpressung zu leiden. Sie könnten ein Held sein. Ohne das Wohlwollen der Direktoren können meine Arbeitgeber hier nicht operieren. Die Direktoren ermitteln bereits gegen Anoleis.
Sie werden auf ihn wütender sein als auf Sie. Schon gut. Es ist klar, dass ich es Ihnen nicht ausreden kann. In Ordnung. Ich werde aussagen. Treffen Sie mit Ihrem Kontakt alle Vorbereitungen. Ich werde hier warten. Juhu. Das Schmeicheln, das lohnt sich wirklich. Habe ich noch Punkte? Nee. Schmeicheln auf 10 wird super sein. Wo ist denn die jetzt hingerannt? Wahrscheinlich wieder in ihr Büro zurück, ne? Na gut. Keine Ahnung, ob man auf der Karte die Etage wechseln kann. Ich fahre einfach mal ein paar Stunden. So, Leute, ihr mit eurem politischen Kram. Lasst mich doch einfach hier raus. Ich will doch nur hier weg. Gebt mir endlich einen Pass, damit ich hier abhauen kann. Sonst mache ich euch alle platt. Nein. Natürlich würde ich sowas nicht machen. Geh mir aus dem Weg. Müssen noch dahin, ne? Ja. Genau, da müssen wir hin. Zu Gianna. Parasini-san. Spectre, haben Sie über mein Angebot nachgedacht? Ja. Keen hat sich dazu überreden lassen, auszusagen. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ich werde die Beweise für den sicheren Transport vorbereiten. Hätte nicht gedacht, dass Sie mir helfen. Wo Sie doch ein Spectre sind und so. Einige von Ihnen sind wohl doch ganz in Ordnung. Ja, gern geschehen. Hilft Ihnen das nicht? Sie scheinen sich nicht sehr zu freuen. Ich bin überglücklich. Aber im Moment habe ich nur das Gefühl, etwas Schweres erledigt zu haben. Während Sie Keen bearbeitet haben, habe ich Ihnen einen Garagenpass besorgt. Seien Sie da oben vorsichtig. Ich muss jemanden verhaften. Hätte ich doch nur die Zeit, mich vorher umzuziehen. Ich hasse Röcke. Eine Unverschämtheit! Ich sorge dafür, dass Sie in diesem Sektor keine Arbeit mehr kriegen! Ja, ja, gehen Sie. Sie, Shepard! Ich verlange, dass Sie diese Schlampe verhaften! Sie haben das Recht zu schweigen. Ich wünschte, Sie würden es auch ausüben. Man sieht sich in der Galaxis, Commander. Ich schulde Ihnen ein Bier. Cool. Auf ein gratis Bier freue ich mich schon. Da sagt man doch nicht nein. So, jetzt haben wir aber endlich einen Garagenpass und können hier endlich abhauen. Aus dieser komischen Hütte hier. Mir egal, ob es draußen schneit. Ich bin Spectre. Ich bin Shepard. Commander Shepard. Schnee macht mir nichts aus. Ich bin schneeresistent. Schneeresistent, sage ich dir. Leute brauchen natürlich wieder. Ich hörte, der Administrator sei verhaftet worden. Hatten Sie vielleicht etwas damit zu tun? Warum? Warum fragen Sie? Ehre, wem Ehre gebührt. Hier gibt es sehr viel Korruption. Vielleicht wird es jetzt etwas besser. Was kann ich heute für Sie tun? Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Ich brauche nichts. Ich muss nur hier die Tür aufmachen. Der Zugang zur Garage ist beschränkt. Du bist beschränkt. Ich bin autorisiert. Entschuldigen Sie mich. Ja, der ist echt. Gute Fahrt. Das Wetter im Aleutstal soll ziemlich übel sein. Ja, der ist echt. Mhm. Kann ich sehen. Ja, der ist echt. Oh. Ich denke mal, dass die in den Kisten der Matriarchin waren.
die immer so auf einen zurennen müssen. Geh mal weg. Meine Fräse. Das war's? Upgrade Kit. So. Ich kann nicht mehr reden. Ich konnte noch nie reden. Kraftstofftrank. So, kein Trank. Ich brauche einen Kraftstofftrank. Das sieht ja genauso aus wie mein Fahrzeug. Mal auf die Tür. Gefahrenstufe 1. Juhu, Schnee! Wahnsinn! Kann ich speichern? Ja. Schneeresistent! Eine Mauer. So, dann fahren wir doch mal zum Gipfel 15. Ist der Gipfel 15? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Richtung Benicia. Yaras Mutter. Da wollen wir hin wahrscheinlich, denke ich mal. Sieht so aus, als wollen wir da hin wollen. Eine Kiste. Oh, ich habe schon wieder 135 Gegenstände. Ist ja der Wahnsinn. So, dem geht's nicht so gut. Ich darf mich auch nicht so lange draußen aufhalten. Bin wohl nicht so schneeresistent, wie ich dachte. Warten Sie schon auf uns. Lass mich durch. Lass mich Arzt, ich bin durch. Ich treffe gar nicht. Verstecken und dann einfach mal drauf schießen. Das geht ganz gut. Zack. Und ich noch. Das sollte es erstmal gewesen sein. Hier liegen noch zwei Upgrade-Kits rum. Wieso auch nicht? Upgrade-Kit. Ich habe zu viele Gegenstände. Upgrade-Kit. Ich habe immer noch zu viele Gegenstände. Schießt ja schon auf uns. Kann ich auch. So, den haben wir. Wo ist der andere? Fahren wir mal hin. Da ist noch einer. Puh, das war knapp. So, ich habe doch sowieso viel zu viele Gegenstände dabei. Wieso will ich denn jetzt noch mehr haben? Skimitar, Benji, bla bla bla, bla bla bla, Skimitar, Benji. Boah, das war knapp.
Viel kann ich nicht mehr mitnehmen. Da muss ich dann wohl wieder ein bisschen was in Universalgel verwandeln. Das ist noch so ein bisschen doof gemacht beim ersten Teil. Mit diesen ganzen Gegenständen irgendwie, finde ich. Zum einen ist es cool, es hat so ein bisschen Rollenspielcharakter. Zum anderen ist es ein bisschen nervig, dass man nur 150 Gegenstände mitnehmen kann. Und sonst ist man voll. Ich glaube, das ist in den anderen Teilen so ein bisschen besser gemacht. Auf jeden Fall. Mit euch. Autsch. Ein Medizinkit. Ich hab doch schon 6. Schön ist es hier, ja. Muss man ja sagen. Nun, wir kommen näher. Noch einmal rumfahren und dann sind wir auch schon da. So, da vorne ist noch irgendwas. Turm. So, jetzt sollten wir eigentlich freie Bahn haben. Hoffe ich mal. Bloß nicht runterfallen, ich speichere noch mal kurz. Ein Turm ist da noch, auf der anderen Seite. Da sind bestimmt auch noch ein paar mehr geht. So, und da sind wir schon. Ich kann gar nicht so gut nach oben gucken. Hier geht's nicht weiter, müssen wir zu Fuß weiter. Ist klar, wir gehen ja jetzt auch hier rein. Schönen guten Tag. Da wird der Helm abgesetzt. Oder? Hatte ich gerade einen Helm auf? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke mal. Sie müssen 5 Gegenstände verwerten oder verkaufen, bevor Sie neue Gegenstände an sich nehmen können. Das ist blöd. Das ist blöd. Das sind alles 5er Sachen. Wolfram 5, Kampfsensor 5, Medizininterface. Guck mal, da habe ich 2 von. Da kann 1 weg. Ja, ist blöd. Das behalte ich auf jeden Fall. Kampfscanner, komm, das finde ich immer wieder. Polonium. Tsunami. Laufverlängerung. Oder muss ich das jetzt echt alles kaputt machen? Das wäre natürlich blöd. Nee. Das kann ich jetzt aufheben. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal. Garrus. Wir haben schon wieder so viele Sachen dabei. Das ist ja der Wahnsinn.
Mal Avenger 4 haben wir 3 Stück. 4 Stück. Können wir mal ein paar wegwerfen. Beziehungsweise umwandeln. Da ist noch ein Avenger 4. Wie viel findet man denn davon? Tsunami 4 kann ich auch wegwerfen. Lancer 4 kann ich auch wegwerfen. So. Hier auch wieder so viele. Oh, Skimitar habe ich schon 6 gefunden. Geil. Muss ich gleich mal gucken bei mir. Skimitar 6 ist nicht so gut wie mein Katana 5. Der Wahnsinn. Ja, ich muss jetzt leider so ein bisschen aufräumen, weil sonst kann ich keine neuen Gegenstände aufheben. Das ist ein bisschen blöd. Aber es geht ja fix. Raikou, Stiletto kann weg. Stinger 4 kann weg. Das kann auch weg. Das wird mir aber langsam zu viel. Da muss ich dann mal wieder auf dem Schiff gucken. Ich habe wieder 2 Fähigkeiten. Guck mal, den mache ich jetzt schmeicheln voll. Den kann ich auf jeden Fall immer schmeicheln. Ist schon mal gut. Ja. Oh, es sind ja schon alle tot. Okay. Oh, guck mal, da fliegt gerade eine Rakete. Liara, wo bist denn du? Die ist schon wieder tot oder immer noch tot? Na gut. Komm, überlasse den mal. Eieiei. Eieiei. Das ist ganz schön heftig hier. Ich kann gerade nicht zielen. Das ist ein bisschen blöd. Was habe ich hier? Schildboost. Bei ihr wollte ich haben. Und jetzt den Schuss. So. Steht ja immer noch. Gipfel 15 Einrichtungen haben große Schäden zu verzeichnen. Gefährliches biologisches Material ist in der gesamten Einrichtung präsent. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Ups, hier geht's runter. Okay, wir müssen die Reaktoren wieder einschalten. Erstmal speichern auf jeden Fall. Das war ein ganz schön harter Kampf. Jupp, 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 bei die. Zup, zup, zup. Ja. Die ganzen schönen Fünfer-Sachen. Kann ich doch nicht umwandeln. Muss ich die doch mitnehmen? Ah, Kryo-Munition, sowas Schönes. Zeigen die Gefechtstürme in die falsche Richtung.
Es geht nicht um Verteidigung, sondern darum, ihre Leute in Schach zu halten. Ich kann, glaube ich, sogar... auch über das Limit Sachen mitnehmen. Aber wenn ich dann ins Inventar gehen möchte, dann muss ich halt gucken, was ich davon wegwerfe oder nicht. Das heißt, theoretisch könnte ich vielleicht jetzt erstmal drauf nicht mehr drauf achten. Also einfach alles mitnehmen und dann, wenn ich wieder auf dem Schiff bin, kann ich vielleicht wieder Sachen verkaufen. Was seid ihr denn für Viecher? Das ist ja widerlich. Feuereindämmungssystem. Quasi ein Feuerlöscher. Ach, die Soldat. Was waren das für Dinger? Xenobiologie ist nicht meine Stärke. Aber vielleicht weiß es jemand in den Laboren. Die sind ja widerlich. Die kommen überall raus. Persönliches Logbuch. Administrator Tartakovsky. Das ist das letzte Mal. Dieses Transportschiff werde ich nie wieder einsetzen. Wir haben 3 Transporte im Mastodon-System verloren. In einem Monat. Sie sind entweder zu langsam oder zu blöde. Ich wünsche, Gregor könnte immer noch diese Transporte übernehmen. Er würde alles für mich erledigen und sich von keinen Söldnern aufhalten lassen. Okay. Whatever. Gravitationswaffenforschung. Mhm. Ein Spind. Der Spind. Ja, ich nehme erstmal alles mit. Nee, ich glaube, da stand sogar gerade. Wenn ich voll bin, dann bin ich gezwungen, neue Sachen in Gel umzuwandeln. Ein Raffi-Soldat. Speichern fehlgeschlagen. Oh nein! Ah, Speichern erfolgreich. Fahrstuhl. Das Fahrstuhlspiel. Rachni arbeitet. Ein Hilfsstromsystem, Commander. Muss für den Großrechner der Station sein.
Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Okay, wir müssen die VI manuell neu starten. Passagierzüge. Kommen wir nicht hin. Was haben wir hier? Ein großer Generator oder sowas? Mira. Kern betreten. Tschüss, Leute. Ich gehe dann mal. Zugriff. Mira-Kern verlassen. Speicherkern. Der VI-Kern scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Sie können versuchen, die Datenbank manuell zu rekonfigurieren oder Universalgel einzusetzen, um die beschädigten Systeme zu reparieren. Ich mach mal manuell. So, Speicherkern 1 beschädigt. Modulstapel zur Reaktivierung zu Kern 2 oder 3, was? Okay. 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 Ich kann also immer nur den obersten wegnehmen. Kann ich jetzt da nicht runter tun? Ich muss den dahin tun. Dann im Anschluss. Nein. So. So. Das dahin. Jetzt kommt das dahin. Das dahin. Das ist ja relativ simpel. Kern reaktiviert. Cool. Sie scheinen die Station reparieren zu wollen. Benötigen Sie meine Hilfe? Verdammt, ein Pop-up. ja. Bist du die virtuelle Intelligenz, die hier verantwortlich ist? Dieses System ist darauf eingestellt, auf den Namen Mira zu reagieren. Würden Sie mir bitte auch Ihren Namen nennen? Okay. Commander Shepard, ich arbeite für die Abteilung Special Tactics and Reconnaissance der Zitadelle. Einen Augenblick bitte. Autorisierung bestätigt. Ihre Level 2 Autorisierung für alle Systeme ist bestätigt. Bitte beachten Sie, dass Anfragen zu Forschungsarbeiten nur mit einer Level 3 Autorisierung beantwortet werden können. Eine Level 3 Autorisierung wird nur an die führenden Angestellten von BinHex vergeben. Das System ist jetzt bereit für Abfrageanwendungen. Sie können mich über alle holographischen Terminals in Gipfel 15 erreichen. Wo ist Benesia? Ich muss die Matriarchin Benesia finden. Lady Benesia hat den Passagierzug zu den Außenlaboren der Riftstation genommen. Warnmeldung, Warnmeldung. Das Zugsystem ist außer Betrieb. Wie lässt sich die Situation hier beschreiben? Einen Augenblick bitte. Diagnoseprozess aktiv. Schwerer Fehler. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Schwerer Fehler. Die Landleitungen sind nicht angeschlossen. Die Passagierzüge sind offline. Bericht Ende. Haben Sie noch weitere Fragen zum Systemstatus? Hauptreaktor. Weißt du, warum der Reaktor abgeschaltet wurde? Tut mir leid. Zu dieser Zeit war ich offline. Der Reaktor wird deaktiviert, wenn eine Reaktorüberlastung droht oder ein kritisches Sicherheitsproblem im Laborbereich auftritt. Gemäß der Sicherheitsrichtlinien werden alle biologischen Gefahrenstoffe durch die kalte Umgebung unschädlich gemacht. Mechanische Gefahrenobjekte könnten ebenfalls Schaden nehmen. Dadurch soll alles abgetötet werden, was einer Umwelt gefährlich werden könnte. Wie kann ich denn das beheben? Was muss ich machen, um die Energiezuführung wiederherzustellen? Die Ventile zur Helium-3-Kraftstoffleitung müssen über die Steuerung der Reaktoreinheit geöffnet werden. Okay, und wie sieht's mit den Landleitungen aus? Was sind die Landleitungen und warum wurden sie unterbrochen?
Die Landleitungen verbinden meine Mainframes hier in der Central Station mit den verschiedenen Nebenanlagen von Gipfel 15. Dadurch kann die Crew aus der Geborgenheit und Sicherheit ihrer Labore auf meine Datenbanken zugreifen. Nach Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen in den Sicherheitslaboren wurden die Kabelverbindungen automatisch gelöst. Wie kann ich die Landleitungen wieder anschließen? Die Landleitungen dienen der schnelleren Wiederherstellung der Verbindung. Der Router der Landleitungen befindet sich auf dem Dach des Verwaltungstrakts. Aktivieren Sie einfach die Steuerung. Dann stellt die Hardware die Verbindung automatisch wieder her und startet neu. Ich möchte wissen, was hier passiert ist. Tut mir leid, aber ich brauche spezifischere Eingaben. Kamen die Kreaturen, auf die wir hier gestoßen sind, aus den Laboren? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Solche Autorisierungslevels erhalten nur führende Mitarbeiter von Binhex. Okay. Wieso warst du offline? Warum warst du offline? Wenn Gipfel 15 aus Sicherheitsgründen sterilisiert werden muss, werden mein Programm und meine Daten zurückgesetzt. Wenn irgendetwas schiefläuft, wirst du getötet? Meine Systeme werden dauerhaft deaktiviert. Um getötet werden zu können, müsste ich zuvor leben. Ich bin nur ein Datenbankprogramm. Okay. Ich hätte gern die letzten Log-Einträge. Ich möchte wissen, was unmittelbar vor deiner Deaktivierung geschehen ist. In den Hochsicherheitslaboren gab es einen Stufe 1 Alarm. Aus dem Labortrakt Gamma sind Gefahrenstoffe entwichen. Die Notfallmaßnahmen wurden eingeleitet. Der Stufe 2 Alarm betraf die Hochsicherheitslabore. Das Isolationsschott war gebrochen. Die Züge wurden außer Betrieb genommen. Die Landleitungen zu den Hochsicherheitslaboren wurden unterbrochen. Der Stufe 3 Alarm betraf einen bestimmten Bereich. Es gab Gefahrenstoffe in den Tunneln. Die Station wurde geschlossen und sofort evakuiert. Es wurde ein Code Omega ausgesendet. Was für Gefahrenstoffe wurden freigelassen? Tut mir leid, Commander. Für Auskünfte über die Forschungsarbeiten benötigen Sie eine Level-3-Autorisierung. Okay. Solche Autorisierung... Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manueller Neustart erforderlich. Achtung! Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Okay, also, um zu Matriarchin Benesia zu kommen, müssen wir die Passagierzüge nehmen, die gerade offline sind, weil die Landleitungen getrennt sind und der Hauptreaktor neu gestartet werden muss. Das werden wir auf jeden Fall alles tun, aber erst in der nächsten Folge. Deswegen bedanke ich mich hier für das Zusehen und sage vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.